Patrick hier von paintball.de. Heute zeige ich euch was, was ihr normalerweise nicht zu sehen bekommt. Ich nehme euch mit in unsere Werkstatt und dort zeige ich euch, wie ich Markierer für euch repariere, sie wieder fit mache und erkläre euch dabei auch gleichzeitig, wie ihr kleine Probleme selber einfach und schnell beheben könnt. Also kommt mit! So, hier haben wir eine CS1, eine schöne Instinct Edition. Kunde sagt, der erste Schuss geht, danach fällt er halt ab, runter auf 130 FPS. Mit der Exportfeder würde es gehen, aber sollte auch mit der Deutschlandfeder gehen. Er sagt, Batterien sind frisch und keine Warter. Schauen wir mal nach. Was sehen wir? Warte. Gut. Checken wir gerade mal die Power von den Batterien. Voll. Voll. Gut. Dann testen wir das Ganze mal. Mal gucken, wie das Rack eingestellt ist. Ist komplett auf Anschlag. Das geht ziemlich leicht. Ich gucke mir erstmal nach an, welche Feder da verbaut ist. Und ich weiß, wie ich das Rack einstellen muss. Fühlt sich aber so an wie die Deutschlandfeder. Nee, Exportfeder. Aber hier ist schon ziemlich trocken, weil das nicht so schlimm ist. Holzen ist. Ja, Holzen. Pisten. Sieht auch gut aus, kein Abrieb. Abrieb wäre ein Zeichen dafür, dass der 8er O-Ring im Rick durch wäre. So. Eins, zwei, drei, vier. Umdrehung für die Exportfeder. Dann liegen wir so bei rund 280, 260 Fuß, je nachdem, was das Federchen so kann. Ah. Wie wir hören, hören wir Luft. Aus dem Soli. Okay. Das klingt nicht so schön. Dann zerlegen wir mal das gute Stück und schauen uns das Innenleben an, sprich Soli. Der falsche. Das ist gleich hier. Schrauben immer nur handfest anziehen. Nie mit Kraft. Weil nach Kraft kommt immer Arbeit. Ist das der richtige? Und das muss nicht sein. Die Schraube sieht auch schon ziemlich zermackt aus. Alter. Immer handfest. Und wenn du Hände hast wie Metzger, dann so handfest wie von deiner Frau. Was zum Teufel?
Wir machen keine Werbung. Für irgendwelche anderen Shops, die da irgendwelche Aufkleber reinmachen. Sauschmal komplett trocken, schön sauber, aber komplett trocken. Das ist jetzt auch nicht so das beste Zeichen. Ja. So, dann weiter. Nur Ärger mit meinen Inbusschlüsseln. Okay. So, von außen sieht man nichts. Die Schraube war schon mal lose. Die sind alle lose. Gaskets sehen soweit gut aus, scheinen aber auch trocken zu sein. Sie fallen auch sehr Öl drauf. Was ich machen werde, ist die Ohrringe tauschen, weil das sieht so aus. Ja, also reinigen. Ich tausche die Ohrringe am Spool. Ich tausche einfach mal die Gaskets mit. Kann sein, dass die Schrauben nicht so fest angezogen waren, dass die sich halt minimal rausgedrückt haben an einigen Stellen und dann sind die halt nicht mehr so gut. Und dann testen wir das Ganze danach nochmal. Wir haben hier einmal ein 6x1er Ohrring, das war der große. Oh, die sind ziemlich weich, ja. Zwei Nummer 6en, also 6x1, 6x6 und das ist ein 4er Ohrring. Bei dem 4er muss ich wirklich gucken, ob ich den
noch hier rumliegen habe. Ja, diese 6er Ohrringe, die kriegt man eigentlich. Also ich bekomme sie nie raus, ohne dass ich sie kaputt mache. Da wahrscheinlich nicht so das Händchen für diese ganz kleinen Ohrringe. Also entweder mache ich sie kaputt oder ich pieks mir den Finger. Was auch nicht so schön ist. Okay. Sechs mal eins. Schmutz drin. Bei den Sechsern muss man immer gucken, dass die richtig drin liegen, weil das sind flache Ohrringe und die können sich mal verdrehen. Immer so eine Fummelsarbeit. Dass er sich verdreht. Ich glaube, ich lasse das gleich in Schnellformat ablaufen. Das ist echt. So. Er sitzt. Schauen wir mal, ob ich noch einen Vierer habe. So, die Sechser waren schon Spaß drauf zu ziehen. Und ich glaube, der Vierer wird noch lustiger werden. Ich bewundere auch jeden, der
genug Geduld hat, diese kleinen fiesen Ohrringe da drauf zu fummeln. Ha! Der ging schneller als der Rest. Bisschen Fett in die Ohrringe. So, dann noch die Gaskits, wo ich sie hab. Und Nummer 3. So. Dann waren wir alle zusammen. Schauen, wie die Kanone sich jetzt verhält. Ich werde dann gleich noch den Bolzen nachfetten, der trocken ist. Und ja, dann checken wir mal alles. Ich teste natürlich den Markierer mit Deutschlandfeder und Exportfeder. Wenn der Kunde in Deutschland spielen möchte, dann soll er das natürlich auch können. So. Die sind fest. Dann die Augen wieder rein. Kleine Merkhilfe, Rot kommt auf die rechte Seite, also RR. Im Englischen funktioniert das sogar genauso. Dann heißt es der Rote einfach der Receiver, also der Empfänger, kommt dann auf die rechte Seite. Und das, was übrig bleibt, ist ja wie schwarz. So, alle Kabel verstaut. Kein Kabel gequetscht. So.
dann hätten wir das schon mal. Gucken wir mal kurz die Ohrringe nach, habe ich gerade schon. Guter Trick. Wenn der Bolt nicht runterfällt vom Popschaft, dann ist die richtig, ist der Ohrring noch gut hier. Und hier sieht es genauso aus. Der sitzt gut fest. Und somit muss ich die Ohrringe nicht tauschen. Aber fitten. Wichtig, der 17er innen nicht vergessen und die Innenseite auch nachfetten, weil dann nimmt er nicht so viel Fett von dem runter und der O-Ring slidet halt hin und her. Das ist mal ein bisschen viel Fett. So, checken wir noch eben, ob der Filter hier drin ist. Das ist auch manchmal ein Problem. Bei den älteren Versionen war nämlich hier in SFR ein Filter drin. Der ist aber nicht drin. Der hat manchmal zu Problemen geführt im Winter. Okay. Es klingt so, als würde das Soli zu viel Luft bekommen. Okay, ich tausche eben die Ohrringe durch. Es kann sein, dass an einer Stelle ein falscher Ohrring drin sitzt, dass er deswegen zu viel Luft bekommt. Ich müsste lügen, wenn ich genau weiß, welcher Ohrring das ist. Da bewundere ich echt den Fisch in England. Das ist der Master Tech by Planet. Dem schickst du ein Video, der hört sich das zwischen an und weiß sofort, welcher O-Ring kaputt ist oder halt Fehler verursacht. Das ist echt eine Kunst. So weit bin ich leider noch nicht. Und nebenbei kann ich mir die Ohrengröße noch nicht merken. Ich habe es nicht so mit Zahlen. Ich weiß, ein paar weiß ich auswendig. Aber alle kriege ich nicht auf die Kette.
So. Die Außen sind zwei 16er. Klar, der 8er innen. Das ist mein geliebter A-Punkt-O-Ring. Und hier sitzt ein 15er drauf. Mal ist es ein 15er, mal ist es ein 14 mal 2er. Das ändert sich bei Markierer zu Markierer immer. Was ich jetzt noch machen werde, ist das Rex hier kurz ausbauen, um zu checken, ob das in Ordnung ist. Das sieht schon so ein bisschen angegriffen aus. Ja. NRW ist das Prinzip halt so, der dichtet so ab. Und wenn die Riefen halt zu hoch sind, kriegt er halt Falschluft. Das war jetzt nicht so gut. Aber das sollte auch nicht sein. Also normalerweise ist die Feder da nicht drin. Machen wir mal ein neues Rex hier an. Genau, das war sogar das Problem. Ich habe gar nicht dran gedacht, weil das so selbstverständlich war. Es war verkehrt rum eingebaut. Das Ganze war so rum eingebaut. Also sprich, wenn das Teil hier so liegt, war das so rum drin und das so rum drin. Und das ist falsch. Es muss so rum rein. Das sind so Sachen, da denkt man gar nicht dran, weil das sieht so selbstverständlich aus. Und ich war auch gerade ein bisschen verwundert. Vor allem allein sowas verkehrt einzubauen. Weil normalerweise muss man da nie dran. Das Teil tauscht man in Jahren vielleicht einmal aus. Deswegen war ich da gerade etwas. Etwas perplext. Ja, Gewinde ist gut. So, und zusammenbauen mache ich es immer so. Pisten und Feder. ASA. Aufdrücken. Und dann kann das Ganze hier rein. Aber ich mache das vorher mal sauber. So, und was man sauber macht, kann man direkt nachfetten. Und dann das Ganze halt. Damit. Das kann mal vorkommen, wenn man den Pisten reintut und dann die Feder drauf und dann den ASA aussetzt, dass der Pisten halt nicht direkt in diese kleine Lücke reinflutscht, wo der 8er O-Ring sitzt, sondern sich da verkantet und dann haut man sich da eine Katsche in den Pisten rein.
Deswegen mache ich es gerne so. So passiert in der Regel nicht viel. Okay. Dann schauen wir mal, wie sie jetzt klingt. Daumen drücken. Wie wir hören, hören wir nichts. Wir hören gar nichts. Kann natürlich ein schlechtes Zeichen sein oder ein gutes Zeichen. Markierer geht an. Nochmal eben einstellen. Geht halt besser ohne Druck. Komplett raus und 1, 2, 3, 4 Umdrehungen rein. Okay. Anfängliche Schwierigkeiten. Läuft einwandfrei mit der Exportfeder. Ich weiß nicht, ob der Kunde mir eine Deutschlandfeder mitgeschickt hat. Nee, hat er nicht. Dann baue ich mal eine von meinen ein. Schauen wir mal, wie es damit läuft. Da sieht man wieder so, man denkt nicht daran, man sucht den Fehler immer da, wo es halt zicht, aber meistens nicht, ab und zu ist es nicht da, wo es zicht, sondern das ASA war falsch zusammengebaut. Ich würde den Kunden auf jeden Fall freuen. Er hat nämlich schon Sorgen gemacht, dass das Soli defekt wäre. Beziehungsweise in dem Fall halt das Pilot Valve. Und ein neues Pilot ist halt nicht ganz so günstig. Deutschland-Einstellung ist auch ziemlich simpel. Schraube bis Anschlag raus. Fertig. Das ist das deutsche Setup. Dann spielst du halt mit 214 Fuß pro Sekunde. Das, was der deutsche Gesetzgeber möchte. Markierer ist dicht. Schießt. So sollte es sein. Wunderbar. Die deutsche Feder bleibt natürlich drin, da der Kunde ja in Deutschland wohnt. Die Exportfeder lege ich natürlich wieder bei, das ist ja seine. So, das war's dann wieder.